zu nix. Er soll mir ja endlich mal Kohle. Ich würde ihm auch den hier abkaufen, wenn er mir den verkauft. Das frage ich ihn einfach mal. Vielleicht geht es. Warte mal, hat der schon Frontlader? Ne, müsste mal eine Konfigurierung machen. Vielleicht, wenn er den verkauft. Wäre doch gut. Ja, das passt. Gut, verkaufst du den Traktor da, den Ford? Mach doch mal den Motor aus. Verkaufst du den Ford hier? Weil so einen hätte ich gern. Ja, eigentlich brauche ich den nicht. Ja, eben. Also ich würde ihn dir auch abkaufen. Ja. Moment. Ach, also. Da. Ja, der hat 125 PS. Hat 2,4 Stunden gelaufen. Ja, sagen Sie mir den Preis. Ist Ihnen das alles andere egal, oder was? Ja, den Preis, ein bisschen Konfigurationsarbeit müssen wir noch machen, weil ich hätte gern Radgewichte, den Luftfilter hätte ich gern und einen Frontladeranbau. Ja, für 30.000 so kaufe ich, würde ich ihn den verkaufen. Ist okay. Dann überweise ich Ihnen das gleich. Ja. Und die Konfiguration mache ich dann beim Ding, beim Jürgen. Dann haben sie nicht so viel zu tun. Ja, das ist nett. 30.000 überweisen. Gut. Ist ausgeführt. Gut, ich bräuchte aber noch zwei Sachen. Drei Sachen. Bei mir ist gerade aber nichts angekommen. Oh. Ja. Moment. Ich überweise nochmal. Ich muss mal kurz telefonieren. Ja. Moment, ich sage Ihnen, was ich noch brauche. Ich hätte gern den, den Tandem Fliegeltrailer. Den Starachse. Ja. Mit ohne Aufbau in Petrol. Also Beinwagen oder was? Oder komplett Stiefel? Beinwagen. Komplett ohne. Also dass er nur vorne die Bordwand hat. Ja. In Petrol hätte ich gern ein Palettengabel in... Moment. Zeit ist Geld. Jetzt weiß ich, weshalb sie nichts verdienen. Oh. Okay, ich warte ja schon. Hören Sie auf zu trinken, arbeiten Sie was. Dann wollen Sie was? Eine Palettengabel in New Holland. Oh, Paletten. Hallo. Servus, Harry. Darf ich kurz der Röhm danken? Ja, dürfen Sie. Ja. Der ist mehr am Trinken wie sonst was. Ja. Dann? Herr Reinhardt? Ja? Schicken Sie den hier mal zur Ausrüstung. Der muss mal zu den AAs. Der Hans-Peter. Ja, ja. Ich bin hier bei der Bestellung und dann trinkt er zwischendrin. Der kann keine 5 Minuten ohne. Scheiße. Ja, Peter, was sind Sie denn stehen geblieben? Bei der die Palettengabe in New Holland Blau, das habe ich. Okay, dann bräuchte ich ein LSFM Tankfass. Das ist bei Eigentlich. Harry, du Hohlkopf, mach deinen Traktor aus. Universal. Ach ja, ja.
Verwirrt bin ich ja heute. Das erste Fass. Das erste, ja. Felgenfarbe. Weiß. Oder Moment. Stainless. White, also Ja, Stainless, was hat denn, ja. was hat denn, Moment, ich muss mal gerade gucken. Ja, weiß. Oder beige. Sieht ziemlich gleich aus. Ich finde, ich sehe da keinen Unterschied. Okay, dann lassen wir es weiß. White. Und Hauptfarbe New Holland. Ja, sonst noch was? Universal Lizard Decals Weiß. Ich habe gerade eine Frage. Moment. Kaufen Sie das auch richtig? Ja. Okay. Ach, Sie haben noch gar nicht. Sie notieren erst die Vorbestellung. Ja. Ach so, okay. Gut. Ah, und ich bräuchte einen Ladewagen. Hoffentlich habe ich so viel Geld. Ich bräuchte einen Ladewagen mit den kleinen. Klein Strautmann. den Zählern. Yep. Gibt es da verschiedene Räder? Aber ich glaube, ich nehme Standard. Ne, gibt es nicht. Okay. Ladewagen. Und dann bräuchte ich noch Ja. ein NovaCat 3.1 EED. 301 ED. Mehrwerk. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ja. Wie schnell geht es? Fragen Sie nicht, dann dauert es noch länger. Wie bitte? Fragen Sie nicht, sonst dauert es noch länger. Ich könnte Ihnen auch hier irgendwas abnehmen, wenn Sie wollen. Was habe ich? Warte mal, was habe ich? Was habe ich jetzt? Sie sollten. Wenn Sie. Warte mal. Ich mache Ihnen das jetzt fertig. Okay. Gut, ich muss sowieso mal telefonieren wieder. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo, das ist der. Servus, Sepp. Das. Du, ich habe vorhin irgendwie einen falschen Empfänger eingegeben bei einer Überweisung. Das waren Ach, das war das. Ja, weil du 30.000, wolltest ja. zu mir. Ich wollte dann Hans-Peter überweisen, aber euch. Also Sepp Hans und Hans-Peter. Euch verwechsel ich immer. Darf ich dir kurz den Schlüssel fürs Schloss haben von der Fräsen, bitte? Ah, Wenn ja, es klar. von dir. Ja. Moment, Moment, Moment. Hier, so, jawohl. Was? Gut. Danke. 386 war der PIN-Code. Ja, merken wir. Gut, bis dann. Göttis kämmer, oder? Ha? Göttis kämmer. Ja, passt. Danke. Okay, passt. Bitte. Tschüssi. Ciao. Oh, da fällt mir gerade was ein. Hallo? Herr Knoll, hallo. Ja, Herr Knoll, sind Sie schon eingeschlafen? Ja, so langsam. Ich habe völlig vergessen, aber der Herr Hans-Peter, der ist auch so. Bei dem klaue ich jetzt mal meinen Traktor. Also ich klaue meinen eigenen Traktor. Ach so, geht gar nicht. Sind Sie noch unten? Ja. Okay, dann komme ich jetzt vorbeigeflitzt. Okay. So schnell der fortfährt. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Tschüss. Achso, so. Geht nur Vorwärtsgang. Ah, der macht hier. Uiuiui. Okay. Dann nehme ich das gleich hier mal mit. Hans!
Ja. Ich krieg den Rückwärtsgang beim Fort nicht rein. Gibt's da irgendeinen Trick? Ja. Ja, dann zeig mir den mal. Ja. Also wenn ich da drin sitz, geht einfach nichts. Egal was ich mach. Man kann da Automatik und nicht Automatik einstellen. Jetzt ist Automatik. Ah ja, danke. Bitteschön. So gut. Warte. Gut, dann mache ich mich mal gerade auf den Weg. Der. Der Knoll, der ist, glaube ich, wirklich schon eingeschlafen. Ja, das hat auch so lange gedauert beim Hans-Peter. Ich weiß nicht. Der sollte wirklich mal dringend aufhören zu trinken. Ich muss mal mit den anderen drüber sprechen, dass der so aktiv beim Alkohol hängt. So, dann habe ich nämlich schon einen Teil vom Equipment unten. Dann können wir theoretisch schon mal ein bisschen Gras mähen. Oh Gott. Da gibt es morgen erstmal Großbaustelle hier auf dem Hof. Zum Glück bin ich den scheiß Försterjob los, ey. Telefon, ey. Hallo? Hallo? Hallo, Herr Peter. Ich hab die Steuer zusammen. Ja. Die lautet 18.200. Überweise ich Ihnen direkt. Aber ich bin noch im falschen Ton. Moment. Jetzt können Sie. 18.2 haben Sie gesagt. 18.2, genau. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss. Ich komme den Rest dann nachher abholen. Jo, machen Sie das. Ciao. Ciao. Grüß Gott. Ah, hi. Ich dachte, du suchst was. Nee, ich habe mir gerade das angeschaut. Sie sind sehr bescheiden. Ja, natürlich. Also, okay. ökologisch, wo es nur geht. So, jetzt. Ja. Ich bräuchte, wie gesagt, ein, was habe ich gesagt? Ein Hochsilo und eine kleine Schafweide. Hochsilo? Ja, so ein Hochsilo. Also kein Fahrsilo, sondern ein Hochsilo. Okay, da könnte ich Ihnen das billige Multilager-Silo von Lizard empfehlen. Haben Sie gerade wirklich billig gesagt? Dann muss ich wirklich überlegen, ob ich das haben möchte. Sehr billig. Ist es billig oder günstig? Also das Material ist natürlich nicht gerade das Beste, aber sag mal, für Ihr bescheidenes eben reicht sicher. Machen Sie sich gerade lustig über mich? Nein, ich. Schauen Sie mir in die Augen. Dass Sie nicht viel Geld ausgeben müssen. Okay. Wir können natürlich auch ein Silo um 180.000. Tja, schenken Sie mir das Geld? Ich hatte es nicht vor. Ja, also, dann bleiben wir doch beim günstigen Silo. Okay, dann günstig. Okay. Mhm. Und eine Schafweide, was kostet die so? Schafsweide, sind wir kleine oder große? Oder? Klein, Sie wissen doch Bescheidenheit. Ah, bescheiden, ja.
Ich hab's vergessen.